So, hallo und willkommen auf pockepc.ch. Heute möchte ich euch gerne die aktuelle Windows 10 Mobile Preview auf meinem Device zeigen, damit ihr mal einen kleinen Einblick habt, wie das Ganze aussieht und läuft. Ich verwende täglich das Lumia 1520 und zeige euch jetzt einfach mal, wie das ganze System funktioniert. So, die aktuelle Preview hat leider noch ein paar Bugs, aber generell für einen, der die neuen Funktionen testen möchte und das Gerät trotzdem im Alltag verwenden möchte, ist es kein Problem. Es läuft recht stabil. Hier und da mal startet eine App nicht, aber ich zeige euch das einfach mal gleich. So, ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Ich zoome mal eben rein. So, das allererste, was ich euch zeige, ist die Geschwindigkeit der Apps. Ich starte jetzt einfach mal ein paar Apps und ihr könnt schauen, wie schnell die starten. Als ich die Preview installiert hatte, lief das Ganze recht flüssig. Erst nach dem letzten Preview-Update habe ich kein Hard Reset gemacht und seitdem sind die ganzen Apps verlangsamt, sage ich mal. Die brauchen schon recht lange zum Starten, wie ihr seht, bei der Six-Stack-App. Also ich denke mal, das liegt daran, dass man nach jedem Update einen Reset machen müsste. Das werde ich auch bei dem nächsten Update machen, denn so ist das nicht zufriedenstellend. Ich starte jetzt einfach mal ein paar weitere Apps. Ihr seht schon, da klappt nicht alles. Generell starten die Apps beim ersten Mal eh so lange. Also ich denke mal, das ist so nicht normal. Was könnten wir denn noch starten? Ich starte jetzt einfach mal Anruf-App. Den Wecker. Also den Wecker zum Beispiel starte ich jetzt zum ersten Mal nach dem Reboot. Ne, wenn ich den jetzt hier schließe und nochmal reingehe, ist das schneller. Aber beim ersten Mal braucht er etwas länger. Machen wir mal weiter. Machen wir mal die Leseliste-App, die leider nicht mehr funktioniert mit Windows 10 Mobile. So, dann zeige ich euch jetzt mal den Task Manager. Der sieht auf dem 6 Zoll Device so aus. Recht angenehm. Kann hier die App schließen. Eine tolle Übersicht hat man da auf jeden Fall. Was man dann noch schauen könnte, ich schaue mal kurz in meine Liste. Die Einhandbedienung kann ich euch mal zeigen. Man drückt hier den Start. Startbutton hält man gedrückt und das Display rutscht nach unten, sage ich mal. So, das Ganze ist sehr zu empfehlen, zum Beispiel bei Outlook. Ne, wenn man oben am Hamburger Menü rankommen möchte, kann man das halt so machen. Eine tolle Sache. Wir schauen uns jetzt mal kurz die Tastatur an, wie die ausschaut. Dazu gehe ich jetzt einfach mal, ja, nehmen wir mal neue E-Mail. Ich zoome mal kurz noch mal ein bisschen raus. Ich hoffe, ihr kennt das alles im Video. So, und hier schreiben wir jetzt einfach mal oder verschieben eben die Tastatur nach oben. Ihr seht, ich kann das überall verschieben, wo ich möchte. Und jetzt kann ich entscheiden, ob ich die rechts oder links haben möchte. Kann jetzt also so schreiben oder halt wieder nach unten rutschen. Ne? Ich komme halt mit dem Daumen und überall ran. Sehr praktisch. Das haben die meisten wahrscheinlich von euch noch nicht gesehen. Laut Infos aus dem Internet sollte das aber jetzt bei jedem Device funktionieren, wie ich gelesen habe. So,
Die Office-Apps haben sogar den Beta-Status verlassen. Ich starte jetzt einfach mal Word. Nur so, damit ihr einen kleinen Einblick erhält, wie sich die App verhält. Also viel Neues gibt es da nicht. Die App ist halt stabiler und schneller. Kann jetzt hier einfach ein neues Dokument erstellen. Klick das mal kurz hin, vielleicht seht ihr das dann schöner. So, und kann hier halt lostippen. Ne, man hat hier die ganzen Optionen, die wir ja schon kennen. Hatte ich ja schon mal gezeigt im Video. Ich glaube, da brauchen wir nicht so drauf einzugehen. So, was haben wir noch? Neben den ganzen Office-Apps, was gibt es denn noch für eine Office-App? Ich schau mal eben. Excel kann ich mal starten. Na, ihr seht schon, funktioniert alles bestens damit. Ich mache das Ganze mal in Quermodus. Nur so, damit man schaut, wie es aussieht. Okay, ich glaube, das reicht. So, was haben wir noch auf der Liste? Die Fotos-App. Entschuldigung. Die hat ja auch ein umfangreiches Update erhalten. Ich schau mal kurz, was für Fotos bei mir drin sind. Moment. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Zoomen geht, wie man möchte. Man hat hier die Möglichkeit, das Bild zu senden. Des Weiteren hat man die Möglichkeit, das Bild zu bearbeiten, indem ich da drauf klicke. Und hat hier eine Liste der Apps, mit dem ich das halt bearbeiten kann. Löschen ist auch möglich. Dateiinfo können wir uns mal anschauen. Ganze Informationen des Bildes. Festlegen als, drucken oder eine Diashow kann ich auch starten. Mit der Fotos-App ist es auch möglich, die Lumia-Kamera Bilder zu öffnen. Also sprich die ganzen lebendigen Bilder. Teilweise hat es funktioniert, mal nicht, mal wieder. Also ich weiß auch noch nicht, wo da der Haken ist. Auf jeden Fall ist es möglich, dass man alle Camera-Features, wo man damals in der Lumia-Kamera reingehen musste, auch über die Fotos-App erreichen kann. Das hat Microsoft also clever gelöst und hoffe, das baut sich jetzt noch ein bisschen weiter auf. Ich kann euch ja mal hier kurz ein Video zeigen. Nehmen wir mal das. Ne, das Video kann man sofort abspielen, ohne Probleme. Man hat hier auch die Möglichkeit. Schau mal kurz, ob das hier geht. Das geht bei dem nicht, weil das kein aufgenommenes Video ist. Also man hat auch die Möglichkeit, ein Video aufzunehmen und von dem Video halt das Bild zu speichern. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich guck mal, ob es gibt. Nehme ein Video auf. So. Gehe jetzt zur Galerie rein. Und das Video kann man nicht bearbeiten. Okay, das klappt wohl nicht mehr. Normalerweise sollte das funktionieren, dass man hier eine Option hat, das Video zu bearbeiten. Ich weiß jetzt aber leider nicht, warum das nicht funktioniert. Ob ich irgendwas falsch gemacht habe, weiß ich nicht. Habe ich überhaupt die Lumia-Kamera gestartet? Eigentlich schon. Jetzt möchte die gar nicht mehr starten. Ist aber die Lumia-Kamera. Na gut, lassen wir es mal so sein. Ich erzähle euch jetzt mal kurz von den Bugs, die ich habe. Der Lockscreen ist eine totale Katastrophe. Sachen werden hier nicht korrekt angezeigt. Also E-Mails werden manchmal angezeigt, manchmal nicht. Entweder verspätet oder gar nicht halt.
wenn eine Nachricht eingeht, ich mache das jetzt mal kurz, ich schicke jetzt einfach mal kurz eine E-Mail mir hier mit einem Lumia 830 los. Wenn eine E-Mail eingeht, dann verschwindet von dem Lockscreen einfach der komplette Inhalt. So, senden wir mal. Jetzt warten wir mal kurz, bis sie ankommt. Ich hoffe, sie kommt an. So, wie man sieht, ist oben die Notification und der komplette Inhalt des Lockscreens ist verschwunden. Das sind halt noch größere Bugs. Ich hoffe einfach, dass das mal gefixt wird. Ich wünsche mir ja eh einen neuen Lockscreen. Ich finde, der ist einfach nicht angepasst fürs Lumia 1520. Man hat ja die Einstellung, 5 Apps einzustellen, also damit die halt hier unten erscheinen. Und diese 5 Apps gehen halt bis, ich sag jetzt mal, ungefähr hier. Normalerweise könnten halt 6, 7 bis so 8 Apps unten angezeigt werden. Aber das ist halt nicht angepasst, warum auch immer. Warten wir mal auf die Final, wie das da aussieht. Die Outlook-App ist super. Verwerfen, ja. Kann jetzt hier einfach die E-Mail löschen. Also die ist schon angenehm. Wo sie halt nicht richtig funktioniert, ist bei Bildern. Ne, wenn ich jetzt hier ein Bild fertig mache zum Senden. Nehmen wir mal Fotos. Und wählen jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fotos aus. Ja, genau das meine ich. Die Fotos werden irgendwie nicht eingefügt. Also der versucht irgendwie reinzuladen. Keine Ahnung warum. Manchmal funktioniert das, manchmal halt nicht, wie jetzt. Ne, wenn ich das jetzt nochmal versuche, stürzt die App ab. Oder sind dann halt drinne. Ich guck mal, was passiert. Die stürzt ab. Das ist halt das kleine Problem bei der Outlook-App. Ich hoffe, das wird auch noch gefixt. Ich denke mal schon. Gehen wir einfach mal weiter. Die App startet jetzt erstmal gar nicht mehr. Das kenne ich schon alles auswendig. So. Was habe ich noch auf meiner Liste? Starten. Apps haben wir schon. Musik. Musikplayer ist super. Ups. Funktioniert teilweise sehr gut. Auch im Auto kann ich das halt super bedienen. Wenn ich jetzt hier einfach mal starte, kann hier durch meine Lieder switchen. Hab hier oben meine Liste mit all meinen Songs. Also das funktioniert einfach nur super. Traurig ist es halt, dass es immer noch nicht möglich ist, dass der Musikplayer im Lockscreen fest verankert ist. Im Auto geht ja immer das Display aus und dann muss ich immer mit in einem Menü oben leben. Ich mache das mal kurz vor. Ne? Teilweise muss ich dann immer hier rumfuchteln. Das ist einfach nur ärgerlich. Ich bin auch mal gespannt, ob Microsoft da irgendwas macht. Des Weiteren gucken wir uns jetzt einfach mal kurz die Einstellungen an. So, den Glanzscreen kann ich leider nicht einstellen. Ich weiß, viele von euch haben das gleiche Problem, dass ihr das einfach nicht findet unter, ich weiß das nicht, Extras oder wo das sein müsste. Irgendwo müsste halt eine Option sein für den Glanzscreen. Der ist nicht da. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich starte hier die Lumia Grabber App starte ich immer. Und aus dieser App habe ich halt die Möglichkeit, hier den Glanzscreen im Store zu öffnen. Ja, das ist jetzt interessant. Jetzt ist die nicht mehr im Store drin. Das wäre ja lustig. So, Glanz. Okay. Die wurde, glaube ich, vom Store jetzt entfernt. Warum auch immer. Vielleicht kommt ja eine neue Version. Probier's mal kurz mit Display. Das ist ja echt lustig. Das funktioniert auf einmal nicht. Das ist der Vorführeffekt.
Ja, auf jeden Fall habe ich immer die App genutzt, damit ich halt Zugriff auf den Store habe von der jeweiligen App, die ich suche. Und dann konnte ich einfach auf Öffnen klicken und es hat sich halt geöffnet. Ne, es geht einfach nicht. Der Store hat eh Probleme seit Tagen, wie ich gehört habe. Es kann halt damit zusammenhängen. Lassen wir das mal sein. Ich gehe jetzt zurück nochmal zu den Einstellungen. Und viel brauche ich euch ja nicht zeigen, weil ich glaube, ihr kennt ja schon alles. Ich habe es ja schon in vorigen Videos mal gezeigt. Ich mache jetzt einfach mal spaßhalber neues Hintergrund draufsetzen. Ne, hier wurde ja ein paar neue Optionen hinzugefügt. Tile Picture oder Full Screen Picture. Wähle jetzt einfach mal hier so ein Bild aus. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Das gefällt mir ganz gut. So. Und schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Ja, sieht richtig schick aus. Also man kann auf jeden Fall viel einstellen. Ne, wenn ich mir jetzt das Lumia 830 mal anschaue, haben wir auch viele Möglichkeiten, das Design anzupassen. Jetzt zeige ich euch mal kurz, wie es aussieht, wenn eine SMS eingeht. Dazu schnappe ich mir einfach mal kurz das Handy meiner Mutter. So, und schicke einfach mal eine SMS raus. Jetzt müsste die auch gleich ankommen. Da haben wir die schon. Was wir jetzt machen können, ist, ich ziehe das jetzt runter. Oh, jetzt habe ich es verpasst. Zoom mal eben rein. So, ich kann jetzt hier sofort zurückschreiben. Hallo? Sollte jetzt hier gleich ankommen. Oder ich schreibe jetzt einfach mal noch eine. So, senden. Wenn das jetzt noch mal reinkommt, ein SMS, versuche ich jetzt mal zu erwischen. Ist nicht einfach hier mit einer Hand. So, runterziehen und kann hier auch sofort schreiben und abschicken. Ist schon eine nette Funktion. Geht leider jetzt auch nur bei der SMS-App. Ich habe jetzt keine andere gesehen. Ich denke mal, wenn WhatsApp und Messenger und so cool nachzieht mit den ganzen Updates, wird das Ganze sehr viel Spaß machen. Erleichtert ja auch die Bedienung. Jetzt rufe ich mal bei dem Beweis an. So. Damit ich euch mal den Screen zeige, wie das Ganze aussieht beim Anruf. Das haben ja viele nicht gesehen. So. Oh, um 7 die Nummer. Also man kann jetzt hier ganz normal navigieren. Oder hier halt die ganzen, ich decke das mal hier ab. So, oder hier halt die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, weil Tastatur, Lautsprecher oder Stummschalten. Ne, das ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Minimalistisch. Braucht aber, glaube ich, noch keinen Feinschliff bei der Darstellung. So. Ich glaube, das war's. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch zeigen kann. Kameratechnisch hat sich halt was getan. Auch wenn ich hier die Lumia Camera Beta benutze, merke ich halt, dass die Fotos schon schöner aussehen als damals. Also das ist schon auf jeden Fall verbessert worden. Was man noch machen könnte, ist halt die Schnelligkeit. Ne, da muss auf jeden Fall gearbeitet werden. Bei den Apps und bei den ganzen Navigieren. Ja, Cortana funktioniert auch bestens. Was könnte man denn noch zeigen? Ich guck mal kurz hier rum. Vielleicht finde ich noch was. Aber eigentlich habe ich euch schon alles gezeigt, was man zeigen könnte.
Was halt noch ein bisschen nervt, ist auch halt die Bootzeit. Ne? Das Gerät startet und ich glaube, ich muss es bestimmt 40, 50 Sekunden nicht anrühren, damit alles hochgefahren ist. Die ganzen Live-Tiles und Apps starten dann, verschwinden, kommen wieder. Also irgendwie braucht der Bootvorgang so lange. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist ja natürlich noch eine Preview. Wie gesagt, ich werde nach dem nächsten Update halt ein komplettes Reset machen und nochmal das Backup einspielen. Mal sehen, wie das dann läuft. Aber so generell funktioniert das schon eigentlich schon gut. Ne? Einer, der weiß, welche Probleme auf ihn zukommen, der macht natürlich keine Preview auf dem Daily Device drauf. Alle anderen können es ruhig probieren. Ist eine nette Spielerei. Und macht ja auch Spaß, hier und da die neuen Sachen zu finden. Damit verabschiede ich mich und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn die neue Preview erscheint. Ich hoffe noch in den nächsten Wochen, sollte eigentlich nächste, übernächste Woche soweit sein. Wir haben ja bald das Microsoft Event und dort werden ja die neuen Geräte vorgestellt. Bin mal gespannt. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ciao.